Leute, hier ist wieder der Stefan von Auto Chiemgau und es ist schon wieder fast passiert. Europa schrammte wieder knapp an einem Blackout vorbei. Und zwar am Montag, den 17.05. um 16.34 Uhr gab es wieder in wenigen Sekunden einen Frequenzsprung, diesmal auf 49,84 Hertz. Das heißt, es haben rund 3,5 Gigawatt im Netz gefehlt. Das entspricht fast 3 Atomkraftwerken, also schon eine ganze Menge. Und aus so einem kleinen Fehler konnte sich dann durch einen Kaskadeneffekt ganz schnell ein großer Fehler und damit ein Blackout entwickeln. Also es kann jederzeit passieren. Dieses Mal ist der Fehler in Polen passiert und wenn dich interessiert, wie das passiert ist, warum es passiert ist und welche Auswirkungen das für uns haben hätte können, dann bleib einfach dran. Los geht's! Schauen wir uns als erstes mal an, was ist denn eigentlich passiert. Also um 16.32 Uhr, hier bitte die 2 Stunden Zeitverschiebung mit neirechnen, seht ihr einen kleinen Einbruch. Dieser wurde dann schnell wieder aufgefangen. Und vielleicht ist durch den dann der große passiert. Das ist ja immer das Problem am Kaskadeneffekt. Du hast zuerst eine kleine Ursache und dann plötzlich eine größere Auswirkung aus dem Ganzen. Und dann kam es zu diesem Einbruch um 16.34 Uhr auf 49,84 Hertz und der Wiederaufbau hat dann bis 16.57 Uhr gedauert, also rund 23 Minuten waren wir in der Unterfrequenz. Was ist passiert? In Polen wurde das größte europäische Braunkohlekraftwerk steht ja dort mit 5,4 Gigawatt an Leistung und dort waren 10 der 11 Blöcke, haben sich plötzlich abgeschaltet und das heißt, es haben 3,9 Gigawatt gefehlt, was sich dann im Netz mit 3,5 Gigawatt zu Buche schlug. Also, also ihr seht es, es geht innerhalb von Sekunden, da gibt es keine großartige Vorbereitung oder dass man sagt, morgen kommt der Blackout, nein. Und dann ist das Licht aus. So schnell kann es gehen. Und aus so einem kleinen Fehler kann ihm dann ein großer Fehler werden und ihm dann auch ein Blackout entstehen. Aber lieber der Reihe nach. Schauen wir uns erstmal das indirekt betroffene Kraftwerk an, in Belchatow. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Kraftwerk der Superlative. Die haben 5,4 Gigawatt Gesamtleistung. Das ist ungefähr so viel wie rund 4 Atomkraftwerke bei uns haben, knapp. Es ist damit Europas größtes Wärmekraftwerk, das weltgrößte Braunkohlekraftwerk und das zweitgrößte Kohlekraftwerk auf der Welt. Also schon wirklich richtig, da geht was und hat 20% des polnischen Stroms wird dort drinnen erzeugt. Also wirklich ein Ding der Superlative. Im Übrigen natürlich, kleiner Funfact am Rande, ist auch der größte CO2-Emittent in Europa, also als Einzelner. Das heißt, keiner erzeugt mehr CO2, also klar, Braunkohlekraftwerk, ganze Menge. Wer jetzt aber denkt, in Europa geht es um Umweltschutz. 2013 wollte man das Kraftwerk eigentlich umbauen und eine sogenannte CCS-Technologie installieren. Da wäre quasi CO2 abgesondert und wird dann im Erdreich dauerhaft gelagert, sodass man also wirklich, zum Beispiel beim Steinkohlekraftwerk, die haben ja zwischen 800 und 1000 Gramm pro Kilowattstunde an CO2, die kann man dann runterfahren auf 250 bis 400 Gramm, also sogar noch weniger als ein Gaskraftwerk. Ist halt nicht sehr wirtschaftlich und wurde aber nicht gemacht. Das heißt, eigentlich könnten wir unsere Kohlekraftwerke behalten, wenn wir diese Technik einsetzen würden, weil sie wären ja dann mehr als die Hälfte aller CO2 würden wir einsparen. Aber wird halt nicht gemacht, wir schalten es lieber ab und riskieren, dass wir dadurch zum Blackout kommen. Das sind nur einmal so Sachen, die man sich mal vergegenwärtigen sollte. Gut, und warum haben sich jetzt in diesem Kraftwerk 10 der 11 Kohlekraft, also dieser Kraftwerkblocks abgeschaltet und damit haben 3,9 Gigawatt an Leistung gefehlt plötzlich, von jetzt auf sofort? Wie kommt sowas zustande? Hierzu schreibt eben die PGW, die gestrige Abschaltung der Einheiten im Kraftwerk Belchatow war nicht auf einen Ausfall des Kraftwerks zurückzuführen, also es hatte damit gar nichts zu tun. Nach dem Ausfall der Schaltstation in Rogowitschvik, einige Kilometer vom Kraftwerk entfernt, schalteten sich die Einheiten automatisch aus, wie sie sollten. Also wir hatten wieder den gleichen Fehler wie in Jugoslawien. Wir hatten quasi wieder in einer Verteilerstation einen Fehler und dadurch hat das Kraftwerk sich ausgeschaltet.
Es ist natürlich auch ganz klar, jetzt ist dort die Sicherung geflogen und das heißt, der Strom, der im Kraftwerk produziert wird, der kann ja jetzt nicht mehr zu den Verbrauchern. Und das heißt, dieser Widerstand, den der Strom macht am Generator, Generator dreht sich ja immer, dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und jetzt ist plötzlich dieser Widerstand nicht mehr da. Das heißt, der wird sich immer schneller und schneller drehen. Und ihr könnt euch vorstellen, die haben ja hunderte Tonnen von Gewicht. Und wenn die sich so schnell drehen, dann wird es irgendwann einmal ein 100 Tonnen schweres Geschoss. Dann ist nicht nur der Generator kaputt, sondern wahrscheinlich noch sehr viel mehr, weil ich möchte nicht wissen, wie weit die Dinger dann fliegen. Genau. Und deswegen schalten sich die dann natürlich automatisch aus, so wie sie sollten. Ihr wisst, wenn sich Generatoren, wer sich mein Video Schwarzstadt durchgeschaut hat, runterfahren, dann müssen die zuerst mal langsamer werden, müssen sich abkühlen, dann müssen sie wieder aufgeheizt werden und wieder Gas geben. Und das kann bis zu 2 Tage dauern. Das ist ein sogenannter Schwarzstadt. PGE schreibt dazu, dank der implementierten Krisenverfahren und der Professionalität der Mitarbeiter von PGE konnten die Einheiten des Kraftwerks Belchertorf schnell wieder in Betrieb genommen werden. Also hier hat uns das Kraftwerk oder die Mitarbeiter eigentlich den Hintern gerettet, weil sie es geschafft haben, die Kraftwerke ganz schnell innerhalb von wenigen Stunden wieder hochzufahren. Der Neustart der Produktionseinheiten war eine große technologische Herausforderung, das glaube ich sofort. Aber unsere besten Spezialisten haben es geschafft, die behinderten Einheiten, also es ist übersetzt mit Google, also die abgeschalteten Einheiten sehr schnell wieder funktionsfähig zu machen. Die ersten Blöcke wurden wenige Stunden nach dem Ausfall bereits wieder gestartet. Und das ist natürlich super, weil so konnten die dann schon wieder Strom abgeben. Wahrscheinlich war das im Verteilerkasten dann auch schon repariert bis dahin. Und so konnte man relativ schnell wieder Strom nachfließen lassen. Das haben sie natürlich auch nicht bei allen funktioniert. Derzeit wird nach Überprüfung der Wasserversorgungssysteme der letzte von 10 Aggregaten gestartet, die nach dem gestrigen PSE-Ausfall im Notfall abgeschaltet wurden. Um 20 Uhr am 18.05. ist die Synchronisation der letzten Einheit mit dem Stromnetz quasi geplant. Also das heißt, das hat etwas länger als einen Tag gedauert, bis die wieder voll am Netz waren. Das heißt, die haben alles richtig gemacht. Wenn sie im Vollschlaf, dann hätte das locker 2 Tage gedauert. Gut, jetzt hat man ja hier einen Verlust von 3,9 Gigawatt, also fast 3 Atomkraftwerken, das ist natürlich eine Menge. Wie wurde die aufgefangen? Also zum einen haben sie ein relativ neues Kraftwerk dazu geschaltet, in Turow. Das hat also rund 500 Megawatt, damit haben wir nur noch 3,4 Megawatt Verlust. Im Übrigen, nur so als kleine Info, das wurde in der Nähe von der Grenze nach Deutschland gebaut. Warum wohl? Ganz einfach, weil wir uns dann in 1-2 Jahren, wenn wir selber zu wenig Strom haben, ganz teuer viel Strom verkaufen können. Deswegen bauen wir jetzt Kraftwerke nahe unserer Grenze. Super. Der nächste Punkt ist, die Firma hat also selber einige Pumpspeicherkraftwerke, zum Beispiel das Pumpspeicherkraftwerk in Zar. Das ist das zweitgrößte polnische Speicherkraftwerk. Das kann im Turbinenbetrieb 4 Stunden lang 500 Megawatt abgeben. Also auch hier hat man nochmal 500 Megawatt, haben wir noch bei 0,5 Gigawatt, haben wir noch bei 2,9 Gigawatt. Das Ding kann aber auch im Notfall, wenn man zu viel Strom produziert, 5 Stunden lang 0,54 Gigawatt aufnehmen. Das ist ja das, warum ich sage, zur Energiewende braucht man eigentlich Pumpspeicherkraftwerke. Wenn wir mal zu viel Strom haben aus Wind und Solar, dann speichert man den und wenn wir dann zum Beispiel nachts zu wenig haben, nehmen wir wieder raus. Das ist der Sinn, wie eine Energiewende richtig funktioniert. Aber von diesen Dingen gibt es leider viel, viel zu wenige. Gut, das nächste, es gibt noch ein größeres Kraftwerk, das die betreiben, das hat 800 Megawatt, damit haben wir also nur noch bei 0,8 Gigawatt, das heißt, dann haben wir nur noch bei 2,1 Gigawatt, die fehlen und das kann 4 Stunden lang bis zu 0,5 Gigawatt abgeben oder eben 5,5 Stunden lang bis zu 0,54 Gigawatt aufnehmen. Also das sind genau die Dinge, die quasi das zu viel Strom und zu wenig Strom regeln würden, aber wie gesagt, davon gibt es einfach zu wenig. Gut, der nächste Punkt, um das Netz weiter zu stabilisieren, dafür gibt es sogenannte Regelleistung. Das heißt, das sind eben Kraftwerke, die dann ganz schnell Leistung bringen können. Und die gab es jetzt zum Beispiel, die Störungsreserven hat man quasi aus Deutschland, Schweden, Tschechien und Slowakei genommen, um eben den Rest nur auszugleichen. Am folgenden Tag, die Folgen waren aber auch einen Tag später noch nicht behoben. So stand es hier drinnen. Also es ist aber natürlich, bis wieder alles hochgefahren ist. Man muss an diesem Tag, habe ich mal selber nachgeschaut, da hatten wir selber zu wenig Strom und mussten importieren und haben quasi noch unser
Störungsreserve an Polen abgegeben. Das heißt, wenn bei uns jetzt dann auch noch eine Kleinigkeit passiert wäre, dann kommt das, ist das der sogenannte Kaskadeneffekt und dann kann es ganz schnell zum Blackout kommen. Tja, und das ist das Problem, weil mittlerweile verlassen sich alle Länder auf den Nachbarn. Jeder sagt, das hören wir uns dann beim Nachbarn. Wenn der aber nichts hat, wo kommt es dann her? So, ich denke, dass von euch viele sich momentan überlegen und sagen, hey komisch, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, weil man in Deutschland mal wieder kaum Notiz davon genommen hat. Die ersten, die tatsächlich darüber berichtet haben, war agrarheute.com, also für die Landwirte eigentlich, eine Seite und man höre und staune, auch der Spiegel hat jetzt einen Artikel darüber geschrieben. Immerhin. In agrarheute.com kam sogar noch der Nachsatz, den ich sehr gut fand. Ein längerer Stromausfall hätte für die Landwirtschaft fatale Folgen. Das hat eine Studie des Büros für Technikfolgeabschätzung des Deutschen Bundestags, erinnert euch, die habe ich vorgestellt, unter Federführung von Thomas Petermann schon im Jahre 2011 ergeben. Nach 24 Stunden sei der Treibstoffvorrat für viele Notstromaggregate erschöpft, heißt es darin. Dann wären Schäden an Lagergut und Tierbeständen die Folge. Also die weisen sogar ihre Nutzer darauf hin, Leid, sagt etwas mehr vor, als ihr müsst. Ah, hätte ich fast noch vergessen. Nicht einmal bei ENSOE, also dem quasi dem Verbund der Netzbetreiber, gab es dazu eine Notiz, weil ich wollte da nachschauen, was passiert ist, vielleicht wissen die schon was. Die haben ja damals in Kroatien auch gemeldet, aber auch erst nach einigen Tagen. Also scheinbar will man sicher eine Sachen unterm Tisch kehren lassen, damit, ich weiß nicht warum. Aber von denen gab es keine Nachricht. So, für mich bleiben jetzt zwei Fragen hängen. Also das erste ist, was hat diesen Fehler ausgelöst? War es dieser kleine Ding, den ich euch vorher gezeigt habe, dieser kleine Ausschlag, hat der vielleicht den Ausschlag gegeben, um es jetzt mal so zu sagen, damit die sich komplett abschalten, das ist möglich. Was führte dazu, dass ihm dort vermutlich die Sicherung durchgebrannt ist? Oder war es was anderes, war es ein Terroranschlag? Wir wissen es nicht, leider. Und das würde mich auf alle Fälle interessieren. Ich hoffe, ihr bleibt da dran. Falls einer von euch mehr Infos hat, gerne an mich. Und ihr habt es ja gesehen, aus so einem kleinen Fehler kann ihm dann ein großer Fehler werden. Und wenn dann vielleicht noch was dazu kommt, dann hast du schnell mal einen Blackout. Ob der dann vielleicht nur kleine Gebiete oder Bundesland betrifft oder vielleicht ganz Europa. Das hängt dann wieder davon ab. Die zweite Frage, die sich mir stellt, können wir so einen Fehler auch in 2 Jahren, wenn bei uns jetzt nur mal 18 Gigawatt an Leistungen abgeschaltet waren, vor allem wo die Generatoren fehlen, diese Schwungmasse, die quasi sich drehen und eben so kleinere Fehler locker abfangen, einfach durch die Schwungmasse und die fehlen uns dann. Können wir in 2 Jahren so einen Fehler auch noch ausbügeln? Oder würde so ein Fehler dann vielleicht in Deutschland zum Blackout führen? Das ist das Problem unserer Energiewende. Also ich kann es immer nur wieder sagen, liebe Leute, sorgt vor. Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Ich würde auch jedem empfehlen, jetzt sofort damit anzufangen, denn wir sind bereits so weit, dass alle Dinge teurer werden. Ich habe gestern mit Ademax gesprochen, die Stromaggregate werden alle 30% teurer, weil die am Weltmarkt um dementsprechend mehr teurer werden und sie geben also nur diese mehr gesteigerten Kosten weiter, versuchen das so weit wie möglich zu reduzieren und trotzdem haben es 30%. Wer zum Beispiel Holz braucht, der muss bereits Bauholz 100% mehr zahlen. Manche Reinigungsmittel muss er bereits 500% mehr zahlen. Und so kommt es in jedem Bereich und in manche gibt es schon gar nichts mehr oder du hast ewige Lieferzeiten. Also, wer jetzt noch nicht vorbereitet hat, ist vielleicht schon zu spät dran, aber er könnte jetzt noch versuchen, ein bisschen was zu reißen. Deswegen, liebe Leute, sagt es vor und zu dem, wie alles teurer war, kommt demnächst ein eigenes Video. Also abonnieren nicht vergessen, weil das ist leider gar nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne, was da auf uns zukommt. Aber mehr dann in dem Video. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Atta Kimber. Pfiat euch!